Einen wunderfröhlichen Patrick hier. Heute geht es wieder um Analogfotografie, also im Rahmen meiner Analogfotografie-Serie. Und heute habe ich wieder ein ganz schönes Schätzchen für euch. Also bleibt dran. Heute habe ich dabei die Braun Pakset. Ja, die Kamera ist schon auch etwas älter, wie auch auf dem Flohmarkt ergattert. Die ist von 1950. Die hat einen sogenannten Zahlenbelichtungsmesser. Und ja, ein ganz nettes Teil, hat mir gut gefallen. Ledertasche war auch dabei, die habe ich allerdings jetzt bloß nicht mitgenommen. Und jetzt werden wir mal schauen, dass wir damit ein paar schöne Fotos hinbekommen. Das Wetter ist zwar nicht so der Renner, aber kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ich benutze dieses Mal wieder den Kodak 200er Film. Das ist ein 35 mm Film mit 24 Bildern diesmal, nicht wie 36 wie mit der letzten Kamera. Und jetzt friemeln wir mal das Ding rein, sprich den Film. Und das wird nämlich ganz schön knifflig, weil das kenne ich jetzt in der Form auch noch nicht. Also wir haben hier die Kamera. So, hier sucht man an der Seite irgendwie vergeblich irgendwas, wo man aufmachen kann oder so hochklappen kann. Das gibt es bei diesem Modell nicht. Bei dem Modell ist es nämlich ganz einfach gelöst. Man hat hier unten eine Schraube, wie ihr seht. Die wird aufgeschraubt. Geht auch ein bisschen schwer. So, der Stift hier oder das Rad wird hochgezogen. Und dann kann man die Klappe hier wegnehmen. Echt interessant gelöst. So, dann kommt der Film hier rein. So, diese Blenden- oder Verschlussklappe wird auch noch aufgemacht. So. Ist doch ein bisschen friemliger, als ich dachte. Muss ich auch ehrlich zugeben, ich habe das noch nie gemacht mit der Kamera. So, dann schauen wir mal, dass wir den Film hier irgendwo einfriemeln, weil hier müsste er, ja, genau, hier ist eine Kerbe. Jetzt ziehen wir den Film mal hier vor, bis er in diese Kerbe reinpasst. Da ist dieser Schlitz, wenn man jetzt genau sieht. Jetzt sieht man, gell? Und da muss ich den Film reinfriemeln. So. Jawohl. So, dann ein bisschen vorziehen. Ja, da wird man nicht greifen. So, dass er hier in diesen Zahn drin ist. Na, kommst du ja. So, Klappe zu. Sagen wir mal. Hört sich zwar jetzt nicht gesund an, aber so, jetzt ist der Film fixiert. Wahrscheinlich, weil die Rolle hier ein bisschen schief war, deswegen ging es so herb. So, Klappe wieder drauf. Also richtig rum? Ja. Jetzt. So. Und wieder zudrehen. So. Dann wird hier außen noch eingestellt. Das seht ihr wahrscheinlich jetzt etwas schlecht. Den sogenannten ASA-Wert. Das ist dieser innere Kreis hier. Hier ist auch der Pfeil, der muss bei 200 in meinem Fall sein. Schauen wir mal schnell, wo sind wir denn? 80 da, 200. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. 100 haben wir. Da kommst du. Jetzt, das geht ein bisschen schwer. So, jetzt sind wir bei 200 und die Kamera ist jetzt geladen. Wie bei den meisten Analogkameras ist es einfach so, du kannst nichts automatisch einstellen. Du hast halt hier oben dein Rad hier mit den Bildern. So, du kannst halt einstellen dann, wie viele Bilder du drauf hast. Jetzt fangen wir halt hier wieder bei 0 an, weil wir haben ja das erste Bild ja. So, bei 1 sind wir jetzt. So. Ausgelöst wird hier über den Schnapper und dann natürlich klar, Blende wird
von Hand eingestellt. Die Belichtung wird von Hand eingestellt hier vorne. Dabei muss man die Blende ein bisschen festhalten. Also jetzt bin ich auf Bulb, aber das wollen wir nicht, weil wir haben ja hier ungefähr ein 50 mm Objektiv drauf. Oh. Und hier die Schärfe wird eingestellt, einfach bloß über dieses Rädchen hier vorne. Da ist auch eine Skalierung dann, eine metrische. Das sind jetzt zum Beispiel knapper Meter, 1,2, 1,5 Meter, 2 Meter, 2,5 Meter bis eben halt auf unendlich. Geil, also da ist nichts mit Sucher oder irgendwas. Ja, dann geht's doch mal los, gell? Also, das Licht geht zwar jetzt langsam weg, aber trotzdem mit einer analogen müssten wir das auch hingehen. Dann gehen wir einfach mal mit der Blende etwas hoch und spielen ein bisschen mit der Verschlusszeit. Dass sich das dann einigermaßen ausgleicht. So, das Objekt ist ungefähr, was wird das sein, 5 Meter weg. Gehen wir einfach mal auf 5 Meter hier. Das ist ja danach der an der Sucherkamera. Da muss man schätzen und hat nicht wie bei einem Spiegelobjekt, bei einer Spiegelreflex die Möglichkeit, so scharf zu stellen. Fotografieren macht hungrig und dann bin ich jetzt auch in der Pizzeria und jetzt schauen wir mal, ob wir auch innen mit der alten Schiene fotografieren können. Gehen wir mal auf eine Blende 5,6 und eine Verschlusszeit von, sagen wir mal, 1/60. So, dann tun wir mal schön das Ambiente hier fotografieren. Selbstauslöser hat, weil es von denen ist schwierig, ein Selfie machen zu können. Aber ich möchte mich auch selber mal mit der Kamera fotografiert haben. So bitte ich jetzt einfach mal einen Restaurantgast, der mir dann ein Foto macht. Habe ich schöneres Wetter erwischt. Da kriege ich mir natürlich das Hündchen und dann geht es ein bisschen raus. Also schauen wir mal, was wir schöne Aufnahmen machen können. Ich sage, meine Brücke ist ein bisschen im Fokus, die ich eh so gern habe. Und dann schauen wir doch einfach mal, was wir so alles hinbekommen. Gell? Backläufe wie hier sind natürlich auch immer wieder ein lohnendes Motiv. Und tja, da machen wir natürlich ein Foto. Bei der Parkette ist es jetzt zum Beispiel so, da habe ich jetzt nur eine maximale Verschlusszeit von 300. Also ein 300stel, das stellen wir nämlich jetzt gleich mal ein. Und die Blende machen wir mal, weil es jetzt doch wieder ein bisschen bewölkter ist, auf 5,6. So, die Entfernung muss man ja bei einer Sucherkamera immer ein bisschen suchen oder abschätzen. Ich schätze mal, das werden schon, ja, 6 Meter werden das schon sein. Gell? Dann schauen wir mal, was wir hinbekommen. Gell? Gut. Aufgrund dessen, dass ich nicht nur meine Paxette heute dabei habe, sondern eben auch meine normale digitale Sony, nutze ich doch gerade mal die Gunst der Stunde, weil hier richtig schönes Ambiente ist, ein richtig schönes Foto zu machen von der Paxette selber. Also man muss sie ja auch zu würdigen wissen.
alte Sucherkameras, so wie diese hier, wie diese Paxet. Nein, jetzt muss ich gerade selber überlegen. Ist übrigens hergestellt von Braun in Nürnberg. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Bieten sie übrigens wunderbar an für die Landschaftsfotografie. Ich gehe einfach hier hin mit dem Fokuspunkt auf unendlich. Geht bei solchen bloß ein bisschen schwer. So, die Belichtungszeit mache ich mal auf 1/60 und Blende 8, weil, wie gesagt, schönes Wetter. Interessanterweise, hier muss man einmal, zweimal ziehen und dann geht erst der Auslöser hier vorne. Ja, schauen wir mal, ob wir ein schönes Bild hinbekommen. Ja, es ist wie gesagt immer so ein bisschen ein Glücksspiel mit den Kameras. Natürlich, wenn ich meine Fototouren mache hier mit den Analogkameras, dann darf natürlich ein Bild von meinem Hündchen nicht fehlen. Das werden wir doch gleich mal wieder machen. Hier ist gerade richtig schöne Kulisse. Bis jetzt ganz gut funktioniert, hoffe ich mal. Jetzt heißt es wieder mal zum Entwickeln bringen und das Übliche warten. Jawohl, ja, also die Fotos sind abgeholt. Ich habe sie ja schon eingeblendet gehabt. Das ist natürlich nicht der Renner hier, das wisst ihr selber. Wie in gewohnter Qualität. Negative Fotos und auch eine CD dabei. Der Spaß war diesmal bei 4,87. Und jetzt kann man natürlich sagen: Hey, hallo. Was postest du da für einen Scheiß oder was veröffentlichst du für Mist da? Die Fotos sind größtenteils unscharf, unterbelichtet, überbelichtet, wie auch immer. Das war ja ein totaler Misserfolg und da sage ich, nee, hey, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, weil ihr müsst euch eher mal vorstellen. Wir haben hier eine Kamera, wirklich hier, diese Paxet, die ist hundsalt, x Jahre auf dem Buckel. Und für mich war das eigentlich komplett kein Misserfolg, weil ich sage mir von der Seite her, so lerne ich es fotografieren. So habe ich gelernt gehabt, oh, das waren ja gar nicht 2,5 Meter, das war ja bloß 1 Meter. Gerade das bei meinem Hund sieht man es wunderbar. Das waren ja vielleicht 1,5 Meter, wie auch immer. Also das heißt, intensiver damit auseinandersetzen und auch wirklich bewusst fotografieren. Da sehe ich dieses Video auch nicht als Misserfolg an oder diesen Versuch, sondern einfach mich als Ansporn, nochmal was zu machen, weiterzumachen. Einfach mal sich nicht auf die Technik verlassen, so wie heutzutage. Jetzt mal bei den Digitalkameras hat man Belichtungsmesser, Weißabgleich, da hast du ein Entfernungsmesser drin, da hast du alles drin. So, bei denen nicht. Also, was lernen wir daraus? Mehr lernen. Jawohl, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist wie immer das Gleiche. Daumen nach oben, schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch Tipps und Tricks, wie ich das besser machen kann. Ich bin ja auch noch in einem Lernprozess. Ich fange ja erst an mit der Analogkamera und ich habe noch Kameras, die sind noch weitaus, sag ich mal, älter und auch weitaus schwieriger zu bedienen. Und daher, wie gesagt, ich sehe das Video nicht als Misserfolg, sondern einfach nur als Lerneffekt. Schaut auf meine Facebook-Seite rein, gebt mir einen Daumen nach oben und ansonsten sieht man sich dann das nächste Mal wieder. Also, gut Licht, tschüss!